Hast du dich schon mal gefragt, was du tun kannst, wenn du mit deinem Hund im Training feststeigst? Also, eine Zeit lang hat es gut funktioniert und dann auf einmal geht es nicht weiter. Heute geht es um das Lösen von Blockaden im Hundetraining. Viel Spaß. Okay, also, vielleicht kennst du das vom Sport, wenn du eine Zeit lang Sport machst, dann gibt es irgendwann ein Plateau und dann geht nichts weiter. Im Hundetraining ist das ganz ähnlich. Es passiert uns oft, dass wir, wenn wir eine Zeit lang trainieren, es eine Zeit lang gut funktioniert und dann auf einmal geht es nicht weiter. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, und das mache ich immer gerne, einfach mal eine Pause machen, einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, einfach mal wirklich nur Dinge machen, die Spaß machen, sodass sowohl der Hund das Gelernte verarbeiten kann, als auch wir Zeit haben, wirklich nochmal zu schauen, ob das, was wir da machen, eigentlich zielführend ist, also ob der Trainingsplan Sinn macht, ob die Methodik Sinn macht, ob sich unser Hund wohlfühlt, ob wir uns wohlfühlt. Da macht es immer Sinn, dass man ein Video hat vom Training, weil dann kann man natürlich sich das von außen nochmal anschauen, wirklich auf die Körpersprache des Hundes schauen, wirklich schauen, wie man sich selber verhält und dann Anpassungen machen. Das finde ich immer eine bessere Variante, als einfach irgendwie die Methodik zu wechseln, ohne sich das wirklich anzuschauen, weil erstens kann so eine Pause wirklich wieder frischen Wind reinbringen. Das heißt, wenn wir eine Pause hatten, kann es einfach sein, dass es danach wieder deutlich besser funktioniert und deutlich lockerer funktioniert und wir einen richtigen Sprung im Verhalten sehen, eine richtige Verbesserung, eine spontane. Also eine Pause tut oft einfach gut. Warum ich noch diesen Methodenwechsel, also wenn du jetzt mit einer Methodik trainierst, wo du das Gefühl hast, deinem Hund geht es damit nicht gut, dann ja, dann sofort wechseln. Aber was schon oft passiert, ist, dass eine gewisse Taktik, eine gewisse Zeit versucht wird und dann sagt man, okay, das bringt nichts und geht zum nächsten über. Dabei hätte das funktioniert, hätte man es nur lang genug gemacht. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Hund an Leinenaggression trainiere, also mein Hund pöbelt andere Hunde an und ich bringe meinem Hund erstmal bei, schau mich an. Wenn du einen anderen Hund siehst und ich mache das aber dann zum Beispiel nur 5 Tage und dann verringere ich die Distanz um die Hälfte. Mein Hund rastet wieder aus und ich sage, das funktioniert nicht. Klar funktioniert das nicht. Ich habe zu große Schritte, ich habe zu wenig Zeit damit verbracht, meinem Hund das beizubringen und dann verfällt das Ganze wieder ins ursprüngliche Muster, weil der Hund einfach nicht weiß, was er machen soll. Das heißt, da macht es auch immer Sinn, dass ich mir professionelle Meinungen dazu hole, weil einfach, wenn ich das von außen betrachte, vor allem als Spezialist, dann kann ich sagen, okay, das war einfach noch nicht lang genug oder das braucht noch ein bisschen Zeit oder verändert das so und so und damit wird es deutlich einfacher. Wenn du das aber alleine machst, dann schau dir einfach wirklich an, passt diese Methodik, also ist das was, was dem Hund die Situation erleichtert? Wenn ja, dann schau dir an, ob du es einfach nur noch nicht lang genug gemacht hast. Und auch da wieder. Anstatt frustriert zu werden, was nicht so funktioniert, wie wir das wollen, einfach eine Pause machen. Einfach raus in die Natur, einfach entspannen gemeinsam, schöne Zeit verbringen, spielen, Dinge machen, die Spaß machen und dann nochmal neu ansetzen. Mit einem klaren Kopf, mit einer frischen Motivation und mit viel Spaß. Und genau das wünsche ich dir mit deinem Hund. Schreib mir doch mal drunter, wo du im Training festgesteckt bist oder das vielleicht sogar gerade erlebst. Und wenn dir das hilft und du jemanden kennst, der damit auch kämpft, also auch mit seinem Hund im Training immer wieder mal feststeckt oder jetzt gerade feststeckt, schick ihm dieses Video und gemeinsam helfen wir einfach mehr Hunden, mehr Menschen zu einem entspannten Leben gemeinsam. Viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Bye!